Jedes Jahr bildet die Retromobil in Paris den Auftakt der internationalen Oldtimer-Messen. Zwar ist es nicht die größte Messe der Welt, doch glänzt sie durch das ganz besondere Flair der Aussteller. Hier präsentiert sich die Crème de la Crème der internationalen Händler, gepaart mit französischem Savoir-Vivre. Natürlich überwogen bei den Sonderausstellungen die französischen Marken. Doch das kaufinteressierte Publikum konnte sich über die sehr exklusive Auswahl an Fahrzeugen freuen. Schon nach wenigen Stunden fanden sich die ersten Verkaufsschilder an vielen der Fahrzeuge. Pünktlich zum 70. Jubiläum von Ferrari waren einige echte Ferrari-Raritäten auf der Messe zu finden. Frühe Ferrari-Renngene besaß der Alfa Romeo 8C Sagato Spider von 1931 aus der Scuderia Ferrari, der von Nuvolari in einigen Rennen gefahren wurde. Am Stand von JD Classics glänzte der Ferrari 250 mm Vignale Spider und gleich daneben am Stand von Fiskens der Formel 1 Ferrari 312 T3, der einst von Reutemann und Villeneuve pilotiert wurde. Liebhaber von seltenen Formel 1 Fahrzeugen kamen dieses Jahr am Stand von Tridex und Methusalem ganz und gar auf ihre Kosten. Zu sehen waren unter anderem der Ferrari 312 B2, mit dem die Werksrennfahrer Andretti, X und Regazzoni die Saison 1971 bestritten, und zwei Exemplare der Ferrari 312 B3. Ein Highlight war auch der Ferrari 1512 von 1964, der Formel 1 Ferrari, der erstmals mit einem V8 Motor ausgestattet wurde. Richard Mille zeigte ebenfalls einige echte Raritäten aus der Formel 1 Renngeschichte. Darunter der dreiachsige Tyrrell P34, der 1976 den Grand Prix von Schweden gewinnen konnte. Direkt gegenüber stand der ebenfalls dreiachsige March 2-4-0 von 1977. Allradgetrieben präsentierte sich der Crossworth F1 4-Wheel Drive von 1969. Auch der McLaren M9A erwies sich mit seiner Allradtechnik als sehr erfolgreich. Gleich daneben war der Lotus 63 von 1969 zu sehen, den einst Colin Chapman pilotierte. Renngene gab es auch bei Ascot Collection zu sehen. Darunter der BMW 3.0 CSL Gruppe 2, ein McLaren Can-Am Rennwagen und aus den 60er Jahren ein Nachbau des Cremer Porsche 917, der 1981 in Le Mans an den Start ging. Bei William R. Jensen Ltd. stand neben einem Lotus 11 auch ein Chevron B16 zu Verkauf. Einst wurden 6 Delage 15 S8 Grand Prix Fahrzeuge für den Renneinsatz gebaut. Auf der diesjährigen Retromobil waren allein 5 dieser Fahrzeuge zu bestaunen. Die Retromobil ist aber auch Dreh- und Angelpunkt für Liebhaber historischer Supercars und Sportwagen. Am Stand von Kienle Automobiltechnik konnten die Besucher der Retromobil den Mercedes-Benz CLK GTR bestaunen. Bei Movendi am Stand präsentierte sich der Bugatti EB 110. Beides kommende Klassiker, die aber auch schon heute eine echte Investition sind. Die Riege der Sportwagen aus den 60er und 70er Jahren führten die italienischen Marken an. Ferrari, Maserati und Lamborghini bildeten die Speerspitze des Angebots. Der am Fiskens-Stand gezeigte gelbe Countach war stets von Besuchern umringt. Auch Alfa Romeo-Raritäten waren zu finden. Der Alfa Romeo G1 ist eines der wichtigsten Fahrzeuge in der Historie Enzo Ferraris, denn er hatte die wesentlichen Anregungen zu diesem Projekt beigetragen. Heute existiert nur noch eines dieser Fahrzeuge und war dieses Jahr auf der Retromobil zu sehen. Gleich daneben stand der Alfa Romeo Superflow Pininfarina, Baujahr 1960. Ebenfalls ein Unikat. Natürlich durften auf der Messe die exklusiven französischen Fahrzeuge nicht fehlen. Und auch hier gab es einige ganz besondere Unikate zu bestaunen. Wie zum Beispiel das Talbot Lago Teardrop Coupé mit Vigoni und Falaschi Karosserie oder der Peugeot 402 DS mit einem ebenso aerodynamischen Erscheinungsbild.
Sehr beeindruckend ist die Form des Voisin C28 Aerosport von 1935. Eine absolute Formschönheit war auch der gezeigte Bugatti mit der Figoni und Falaschi Teartorp-Karosserie. Auch in diesem Jahr waren die Bugattis die führende französische Marke. Lukas Hüni stellte die Bugattis in den Vergleich zu Walter Owens Bentleys. Darunter auch der blaue Bentley Old No. 2. Die sportlichen und auch eleganten Bugattis standen dazu in einem absoluten Kontrast. Sportliche Eleganz zeigte sich auch bei dem Packard 645 Deluxe Sport Phaeton von 1929, der am Stand von Axel Schütte gezeigt wurde. Auch einige deutsche Händler waren vertreten. Erstmals hatte Arthur Bechtel einen Stand auf der Retromobil in Paris und zeigte sich sehr zufrieden. Harker Engineering, Mechatronics und auch Brabus waren vertreten. Vorwiegend zeigten die deutschen Händler Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Zwar waren auf der Retromobil dieses Jahr auch mehrere Porsche 911-Modelle zu sehen, doch ihre Zahl hielt sich sehr in Grenzen.